richtigen, also Katastrophe, wenn man jetzt filmt. Aber ich sag euch, Baba Angora ist der beste Frühstücksland in Berlin City. Einer für türkisches Dings. Wir essen. Hören uns danach. Wir müssen essen. Tschüss. Yo, jetzt haben wir eigentlich mal ein paar freie Minuten, Leute. Baba Angora, ich sag euch, dieser Laden ist es zu 100% der allerbeste, wo man essen gehen kann, wenn man auf der Date Night ist. Denn ich denke, so nennen wir heute das Video. Ja, angeblich, Person hinter der Kamera meinte, Bio-Kirschschorle sei die beste Kirschschorle. Wir sind auf der Suche nach dem besten Getränk. Mhm. Schon sehr geil. Schon sehr geil. Okay, ich wurde kritisch benannt. Ist wirklich sehr gut, Leute. Ich kann wirklich nichts gegen sagen. Ist nicht so sprudelig, ist jetzt nicht eiskalt, kann man aber jetzt nichts dagegen machen. Aber ist trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Ich denke, es wird ein neues Essential in meinem Kühlschrank. Was geht denn hier rein, ihr Säue? FIFA 23. Oh yeah, baby. Was geht ab? Yo. Neues Video, neues Glück. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Tipp des Monats einwerfen. Beziehungsweise ich wollte euch mein Team kurz flexen, denn Emma hatte irgendwie Packluck dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es geschehen konnte, was hier irgendwie passiert ist. Einfach aus dem Freepack eine absolute geile Vinicius-Sau gezogen. Absoluter Traum. Der Mann ungefähr, ich weiß gar nicht, 400k glaube ich wert. Untradable heißt, man kann ihn nicht verkaufen, aber ist kein Problem. Er ist schon im Team eingebaut. Zeige ich euch gleich. Wir schwingen direkt erstmal um. Juno, the Activist. Der Mann. Schon vor, ich glaube, jetzt 2 Wochen, vielleicht auch 3 Wochen neues Tape gedroppt. Abnormal krass, meiner Meinung nach. Sehr, sehr geil. Gleichzeitig kann ich euch natürlich, ich weiß, Leute, ich weiß, Lead-Album auch schon sehr, sehr lange draußen, aber auch übertrieben geil. Beide diese Sachen sind sozusagen kleiner Tipp des Monats Musik-Kategorie Musik. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr, deswegen dachte ich, schmeiße ich den ganzen Spaß doch mal ein. Was gab's heute? Es gab einen schönen Smoothie. Man, seitdem ich wirklich bei Baba Angora war und Man nochmal gegessen habe, muss ich das Man Game komplett umschaufeln, weil irgendwas mache ich falsch. Ja, so viel des Guten. Zeigen wir euch jetzt nochmal schnell das Team auf ganz verschwitzt. Perfekt, Klassiker. Once to Watch habe ich einen absoluten Arschloch-Penner gezogen, The Adams Sau. Ich blende ihn euch hier gleich mal ein. Ich glaube, ich habe ihn nämlich nicht mal an mein Team gemacht, weil der so irrelevant ist. Richarlison, die geile Sau, wants to watch, schnell gemachtes Ding, seht ihr ja schon, Alison, Freepack einfach gezogen, dieser aus dem Freepack und dieser aus dem Freepack. Ja, sonst nothing special hier halt, weißt du, meine Bank, ganz nett eigentlich, die ganzen Raten, sieht ganz gut aus. Charles an mein Homie Paul, der einfach auch einen Tag später, nachdem ich Vinicius gezogen habe aus dem Freepack, auch Vinicius aus dem Freepack gezogen hat. Anscheinend ist der Typ oft auf dem Markt. Ja, das war's schon mit dem Flex. Das war's schon mit dem Flex und rein in der Runde. Ich sag euch, das Game bockt sich irgendwie gerade geisteskrank doll. Ich denk mal, vielleicht seht ihr als nächstes ein bisschen ein kleines Turnier. Ich gegen meine Freunde. Die McDonalds? Na, wir lieben's ja auch. Und raus. Was geht ein weiteres Mal, wo ich probiere, mit AirPods in mein iPhone reinzureden? Es ist soweit. Ein Mann kauft den Ball. Was ist denn hier aber der Beste? Der sieht sehr sexy aus. Der sieht sogar sehr sexy aus. Ich denke, der wird's. Ich denke, der wird's. Ein guter Wilson. Ich denke, das ist Qualität. Ich teste nochmal den hier. Oh, er hat nochmal einen besseren Grip. Egal, ich nehme den. Jo, und auf zur Kasse und jetzt geht's in die Bordung. Oh, Baby, ich hoffe, das Ding geht jetzt auf und der Akku ist nicht leer. Boah, ein Mann ist 100% nass. Arbeitsklamotten schon an. Katastrophe. Aber egal, Vorteil hier, Berlin City. Kort was unter Dach, das ist der schlimmste Augenblick. In die Fresse, Nase läuft. Gibt es irgendwas Besseres als Fahrrad zu fahren? So? Boah, mein Gefühl, hier läuft meine Nase übertrieben. Ich fällt das Viech jetzt ab. Und geht ganz schnell unter diese verfickte Brücke. Weil sonst hätte dieses Baby nicht eingeweiht. Und sonst werde ich euch trocken, Digga. Ich stehe hier erst gerade und ich realisiere, wie verdammt nass ich bin, Alter. Es ist so undankbar. Es ist so undankbar. Oh mein Gott.
kotze komplett voll. Ach du Scheiße, was ist denn da? Die Schiefsau ist schon da. Das ist halt absolut geil, dieser Korb. Schaut euch den mal an hier. Direkt oder einfach so in der Brücke. Das ist halt Bombe. Kannst du direkt immer zocken, wenn es regnet. Gibt nichts Besseres, sag ich dir. Okay, komm Leute, wir fordern Chief jetzt mal auf ein schnelles bis 5 Punkte heraus. Ey, Chief! Bist du down für ein kleines bis 5 Punkte? 5? 1 gegen 1? Nur bis 5? Nein, nein, nein. Kleines einfach wie 21, nur bis 5. Nur bis 5? Ja, okay. Hoffen wir mal, wir kommen noch zum Werfen. Hey, 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 MVP oder was? POV. Boah, der Netz auch noch. Was 4. Ist 4? Was ist ein Dreier? Hey, kleine Sau. Ich kann dich jetzt nicht mal alle jupen mit Kamera. Die Vorteile, Leute, du wirst schon was gemacht. Ich arbeite besser unter Druck. Chief? Danke. Leute, davor muss ich sagen, ich habe davor jedes Hoch verloren. Das ist wirklich Glück gewesen. Aber wenn ich jetzt treffe, war es kein Glück. Wichtig immer auf dem Basketballplatz, bevor ihr geht, selber eine Challenge setzen, wann man gehen darf. Challenge, Chief, Dreier und dann gehen. Okay. Ich stelle euch mal hin, obwohl Chief kommt, einen kann ich mal auf die Kamera nehmen. Oh, Junge! Challenge geschafft. Ich hoffe, man hat irgendwas gesehen auf der Kamera. Wenn nicht, haben wir es trotzdem geschafft. Ich springe jetzt aufs Bike, gucken, ob das nächste Bolt-Viech ist. Denn Leute, wir haben ja gelernt, E-Fahrräder, nur Bolt. Alles andere, Schrott, kann in die Tonne. Sehr hohes Wagnis, das Ding da drin, schief. Aber habe ich auch schon meine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Ich bin rausgesprungen und auf die Straße gerollt, fast Autounfall verursacht. Horror, okay. Kannst du mein Baby aufpassen? Natürlich, danke, Bruder. In den Händen ist es gut aufgehoben. Bist du dein Bruder ins Bett? Pass auf ihn auf. Sorry, Bruder, kann man hier stehen, Alter? Was ist das für ein Billigding? Hol dir mal Edeka, guck mal diese Batterie an hier. Tschüss. Ja. Hallo Bruder, nur für Kamera, schnell. Mann, Digga. Ah ja, das ist gut, Bruder. Alter, Leute. Man fühlt sich direkt wie ein Macher. Direkt. Berg drin und raus. Und raus, Schnupfnase. Aber ihr geht jetzt los. Bisschen Geld machen, dann nach Hause Video schneiden und rein. Was geht ab, Leute? Ich glaube, wir sind mittlerweile am Ende angekommen des Wochenends. Also ich glaube, ich weiß natürlich, ich bin in der Schnitthöhle schon nach Hause angekommen. Tag war. Juti, Abend war okay. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Tipp des Monats haben wir jetzt so halb eingespielt. Und Tipp des Monats Kategorie Abschiss des Monats geht diesen Monat an. Auf jeden Fall folgende Dinge. Einmal House of Dragon, diese neue Game of Thrones Serie. Muss ich sagen, feiere ich. Also
wo jetzt immer maximale Krise ist, eine Serie zu gucken, wenn sie noch nicht ganz raus ist. Das heißt, ich arbeite mich, kämpfe mich von Woche zu Woche zu Woche, bin aktuell sogar nach 2 Folgen dahinter. Aber hey, ist eine geile Serie, kann man sich sehr gut geben, kann ich nur empfehlen. Sonst habe ich noch beim Abschluss des Monats Smiles, wie der Kinofilm auch aktuell heißt, dieses Horrorviech. Stabile 8 von 10 würde ich sagen, wenn nicht sogar höher. Miese, gute Story, hat coole Aspekte, Horror ist rübergekommen, kann man sich mal geben, gerade im Kino. Aber da kommt der Insider-Tipp, meiner Meinung nach, gerade beim Horrorfilm muss man nicht immer direkt im Kino gucken, wenn alle da sind. Kann man nochmal so 2 Wochen später gucken, dann ist das Kino leerer. Als ich da war, das Kino war knüppelvoll. Erstmal, ich setze mich hin, jeder, der da Popcorn frisst, die ersten 10 Minuten habe ich wirklich nur Popcorn essen gehört von den Leuten. Ich weiß nicht, ob der Film nicht laut genug war, aber es hat wirklich geklungen wie Wildschweine, die irgendwas aufreißen. War echt krass, ist mir irgendwie vorher noch nie so krank aufgefallen, aber damals extrem laut. Auf jeden Fall deswegen und ja, weil es dann halt nicht so voll ist und ja, eigentlich ist der Hauptaspekt, weil es dann nicht so voll ist, dann kommen halt mehr Sachen rüber. Nicht 10 Leute stehen immer auf, links und rechts neben dir, dann quatscht der. Wenn es leer im Raum ist, dann ist halt geil, dann ist halt wirklich dieser Horroraspekt nochmal krasser. Aber sonst ist es ein Bombenfilm, auch eine coole Serie, wie gesagt, und fällt mir auch irgendwas spontan ein? Nö, Leute, deswegen, das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat alles gefallen. Purer wieder, ihr Süßen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag, 12 Uhr. Ich sag's jetzt mal wieder, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, zeigt's euren Freunden, Leute. Macht irgendwas. Hauptsache, ihr promotet diese Videos. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag, 12 Uhr. Oder vielleicht auch früher, aber ich glaube, Sonntag, 12 Uhr passt.